Ja, deswegen jetzt die wunderprächtige Liberlo-Tinbox. Guck mal, Björn ist da. Björn, Junge. Let's go, Es Digga. geht. Björn, jetzt hier die Liberlo-Tinbox. 1 zu 9 die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen Evolution Booster drin haben. Da belieben wir natürlich drin. Wir werden den Evolution Booster auch gerechtfertigt öffnen. Wenn wir schon die Tinbox öffnen, dann muss das schon sein, ne? Auch wenn so ein Evolution Booster auf Deutsch mittlerweile einen Wert von, keine Ahnung, knapp 50 € hat. Was insane krass ist. So. So, machen wir einen ruhigen hier. Ja, das ist immer so krass, Alter. So eine Packung ist die Tinbox, sieht hier halt einfach gar nicht glänzend aus. Und wenn man dann das hier hat, hier hat Glänzer, ne? Das sieht aber echt geil Ja. aus. Kein Bock, das mit meinen Fettfingern so anzutaschen, auch wenn ich hier hinten eigentlich gewaschen habe. Machen wir das gute Stück hier mal auf. Baby, Alter, ich sehe schon die Booster. Das erste Mal nach einem Monat, dass ich mal wieder hier. Und dann bei dir eigentlich voll die Premiere auch, ne? Dass du jetzt hier Booster öffnen kannst eigentlich. Wann hast du das letzte Mal einen Booster geöffnet? Weißt du das? Ich? Ja. Boah, das ist schon Jahre her, glaube ich. Erstmal der Code Da war ich von der selber noch Box. klein. Premium. Hier, Liberto 10. Jetzt mal wieder höchste Zeit. Oh, der sieht sogar sick aus. Das Ding würde ich auf jeden Fall behalten. Also würde ich danach wieder so in die Box reinpacken und dann halt einfach die Box irgendwo hinstellen. Wir gucken mal, was für Booster drin sind. Wir belieben einfach mal auf einen Evolution Booster. Beliebst du, Justin? Auf geht's. Let's go. Ich glaube, da ist sogar ein Evolution Booster drin. Ich glaube, da ist sogar ein Evolution Booster drin. No shit. No way, wir haben einen Evolution Booster! Joch, die Wahrscheinlichkeit, ich schwöre. Was? Wir haben einen Evolution Booster Statement. Kevin, moin. Was? Ey, Digga, Das scheiß mal auf feiert. die anderen Booster. Mein Schwert und Schild ist ja schon, ne? Nimmst du mit. Weltenwandel auch übel geil, das hat schon so zerknickt. Aber wir haben einen Evolution Booster hier. Einen fucking Sollen Evolution wir das dann als Booster. letztes machen? Das müssen wir aufmachen. Das ist Als halt einfach letztes, gerade oder? scheiße. Ich sag's, wie es ist. Ja, sieht danach aus. Ah, warum haben wir hier einen Evolution Booster drin? Das würde ich auch gerne behalten wollen, aber jetzt haben wir die Tinbox. Egal, wir haben Evolution Booster, wir öffnen das auch. Und dann noch Glurak, holy shit, schaut's euch Sollen an. wir dann die als erstes machen? Wie Und das geil am ist Ende? das? Genau, wir machen als erstes, würde ich sagen, Schwert und Schild, Digga, einfach. Die Chance ist 1 zu 9 und wir haben es einfach gebrochen. Aus dieser einen Box, die jetzt hier seit, keine Ahnung, ein paar Wochen schon rumliegt. Also wirklich seit einem knappen Monat. Ich würde sagen, das erste Pack mache ich auf. Mach das. Zeig dir ein bisschen, was Sache ist und dann kicken wir mal. Ich erwarte tatsächlich nichts. Es ist eine Tinbox, da braucht man wirklich nicht viel erwarten und ich bin zufrieden. Wir haben einen Evolution Booster, braucht man sich nicht beschweren. Als erstes hier wieder der Code. Schwert und Schild. Gönnt euch. Dann. Kennst du den Kartentrick? Ich glaube irgendwie drei oder so und dann. Ja. 4 ist das in dem Fall bei den deutschen Karten. Nach vorne. Oder nach hinten, weiß nicht, je nachdem. So, und dann hat man halt als erstes hier die Energiekarte. Ich hoffe, das sieht man alles richtig. Ich hoffe, es leckt auch nicht. Das ist chillig. Dann haben wir einen Hypertrank. Da sind noch zwei andere drin. Dann irgendein scheiß Beere. Trainerkarte. Ja, ein Vogel. Gladiantrin. Hoplo. Geiles Artwork. Haben wir hier die letzte Entwicklung davon. Liberlo. Geil. Dann irgendwie ein Klepti-Fuchs. Irgendwie mit einem Haus im Hintergrund. Wobei dieser Sonnenuntergang, der sieht schon sick aus, muss ich sagen. Geiles Artwork. Lumpy. Auch ganz sick. Remember, Schwert und Schild habe ich tatsächlich relativ selten geöffnet. Hat wirklich nur aus so Tinbox in letzter Zeit bekommen. Ich glaube, da funkelt was. Das ist ein bisschen was schwarz. Jetzt kommt erstmal, das ist die Reverse. Hier, wenn dazu glänzt, weiß Bescheid. Euer Mollung, wildes Pokémon. Und wir haben einen Hit. Ich sehe schon, hier oben ein bisschen was schwarz. Ich weiß nicht, was drin sein kann. Ich habe mich nicht ganz, Schwert und Schild bin ich leider nicht mehr ganz drin. Aber wir schauen mal, ein Hit ist ein Hit. Und wir haben hier Marmolid V. Nimm mal mit, ne? Karte jetzt nicht die geilste, aber ein Hit ist ein Hit und das nehmen wir mit. Was wir natürlich jetzt auch brauchen, sind die Sleeves. Ganz wichtig, meine Damen und Herren. Ah, fuck, genau. Haben wir hier die ganzen Toploader und alles. Package Maker, wenn es schlimm kommt, also wenn es wirklich ganz schlimm kommt, packen wir dann natürlich auch Package Maker dran, also ist nicht. Aber so ein Amulet, wie ist es jetzt nicht wert, ein Package Maker drum zu machen? Für die Sammlung. Habe ich noch nicht die Karte, nimmst du mit. Auf Smartness. So, erster Hit. Genau, den Bulk würde ich hier beiseite packen. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Durcheinander, aber würde ich sagen, kannst du das nächste Booster eigentlich schon so gut wie öffnen. Auch ein Schwert- und Schild-Booster. Ja. Dann würde ich sagen, tauschen wir mal Platz. Machen wir. Alles klar. Ich schau mal rein in. Oh, Justin, Alter. Let's go. Diese andere Premiere, Digga. Jubiläum. Starten direkt rein. Stream ist live, Digga. Wir starten direkt rein, meine Damen und Herren. Moin, was geht? Willkommen. Einfach mal tryen. Versuch dich. Das ist ein Schwert- und Schild-Booster, machst nichts falsch. Wild, wild. Arcan direkt am Fronten hier. Spaß. Sieht man die so? Ja. Okay, let's go. Ich hoffe, man hört uns gut, so mehr oder weniger. Ob ich das irgendwie ein bisschen Ich näher ran und so. schon Genau. Genau, guck, dass man das gut sieht.
Was? Achso, jetzt habe ich die gar nicht getauscht, so von hinten nach vorne. Ja, mach nichts, ist egal. Ist jetzt nicht der krasseste Booster, von daher kann man sich das erlauben. Haben wir gleich direkt die Reverse. Vielleicht sogar direkt einen Hit drin, ich weiß nicht. Ist das schon ein Reverse? Hier, oder ist die Reverse? Gehen wir mal. Oha, Digga, let's go, Victini V, Alter. Nächster Hit. Genau, das ist schon ein Hit. Kannst du eigentlich hier dir so ein Sleeve nehmen und das dann schon reinpacken? Ja, nice. Smartness, Alter. Victini, Alter, das Artwork sieht wild aus. Schwert und Schild hat gegönnt heute. Wild. Und dann noch die anderen Karten. Ist jetzt nichts Besonderes. Kannst du eigentlich ganz kurz mal durchswitchen. Ja. Noch eine Energiekarte und Code kannst du auch. Aber auf Gönnerbasis. Jo. Perfekt. Stark. Direkt Luck, Alter. Erstes Pack nach 8 Jahren, Digga. Direkt Magic, oder was? Perfekt. Der zweite Hit aus Schwert und Schild, holy shit. Dann würde ich sagen, machst du noch das Welten-Wandel-Booster auf? Das ist jetzt schon, glaube ich, etwas mehr wert. Ich glaube, 7 Euro zahlst du mittlerweile für so einen Booster. Mhm. Mach auch das Ding. Wir haben hier eine Chance auf Glurak Rutena. Der gute Rakamos hier im Chat, der hat auch hier Glurak Rutena Full Art gezogen. Wir wollen ihn natürlich toppen, dass wir jetzt Glurak Rutena Rainbow bekommen, in dem Sinne. Believen wir drin. In dem Sinne. Genau. Code kannst du erstmal zeigen, auf entspannt, yo. Smartness und dann 4 nehmen. 1, 2, 3, 4 und ja genau, und nach hinten. Perfekt. Boah. Und switchen auf Smartness. Genau, haben wir erstmal eine Feenenergie. Anorit, den guten Dufflor. Ah, eine Angel nehmen wir mit. Ein Knackleon. Mhm. Oh, Sneeble sieht wild aus, das Artwork, fühle ich. Saftige Seemops. Das Alola, ist das schon die Reverse Rare? Nee, ne? Ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, das sah irgendwie komisch aus in der Kern. Das ist jetzt aber die Reverse Rare. Ich glaube tatsächlich sogar eine Rare ist unten so ein. Wenn da unten so ein Stern ist, dann ist es eine Rare. Ja, ist logisch. Ja, okay, nice. Also könnte man auch ein Sleeve drum machen. Jetzt gucken wir erstmal, was haben wir. Haben wir einen Hit? Naja, leider nicht. Non-Holo. Müll, aber da können wir tatsächlich einen Sleeve auch drum machen. Auf Smartness. Black Weave. Gleich. Ja, Digga. Irgendwie spielen wir Lotto, ich glaube auch, oder? Nach den 20 Giveaways, die ich gewonnen habe, wird Zeit. Doch. Ja, solide, Digga, bis jetzt. Und ich würde sagen, für die Tinbox war es das auch schon fast. Nur wir haben hier einfach auf komplett Luck die Chance 1-9 einen Evolution Booster draus zu bekommen. Es ist sogar ein scheiß Holo, wahrscheinlich Holo, ein Glurak Evolution Booster in dem Sinne. Und wir werden das natürlich jetzt auch öffnen, wenn wir die Tinbox aufmachen, dann können wir das Evolution Booster nicht einfach rauslassen. Ich meine, das ist einfach krass, das ist einfach eine Premiere, das mal wieder drin zu haben. Ich hatte schon mal, ich glaube, das war die Gotrum-Tinbox hiervon, da gibt es ja irgendwie noch Inteleon, das ist die Liberlo und dann hatte ich die Gotrum-Tinbox, da war nämlich auch so ein Evolution-Booster drin. Was ich an dem Booster nicht feiere, dass ich die gerade nicht aufbekomme tatsächlich. Da muss man wirklich... Ja, machen wir mal auf Edel auf. Ja, wir haben eine Chance auf Holo-Glurak, ne? Ich erwarte nichts, aber so eine Holo-Karte wäre jetzt schon mal anders. Also es könnte tatsächlich das letzte Mal sein in meinem Leben, dass ich Evolutions öffne. For real jetzt. Haben diese Chance nochmal zu bekommen. Oh Gott, der älteren Karten 2016. Glurak? Hm. Wie viel ist Glurak wert? 500 Euro oder so? PSA 10, ich weiß es gar nicht tatsächlich. Bin ich leider nicht so ganz drin, auch wenn sie gerade alle Evolutions öffnen. Hier erstmal die Code-Karte aus Evolutions, meine Damen und Herren. Wir machen wieder, was war hier der Kartentrick? War das 3? 4, glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht. Evolutions war das. Ich glaube, das war 3 tatsächlich. Aber ich will den jetzt nicht verkacken. War das 3? Dreh mal um. Weiß halt wer. Ich traue mich nicht umzudrehen. Wir haben einen Evolution Booster. 4, glaube. Dann machen wir 4. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles verkackt. Ist egal. Freuen wir uns umso mehr. Perfekt. Wir haben hier die Rare. Es ist ein Dixri, meine Damen und Herren. Jo, das soll es dann auch wieder komplett gewesen sein. Wir schauen trotzdem nochmal weiter durch. Jo. Perfekt. Das ist auch so ein Booster, den hätte ich dann auch behalten sollen. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, meine Damen und Herren. Alter, was ist das für ein Müllbooster? Was ist das für ein Müllbooster? Was? Stern, du, was? Oh, aber... immerhin. Ein Energie-Reverse. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Die nehmen wir natürlich auch gerne noch mit. Uploader jetzt nicht wert, aber eine Energie. Nehmen wir mit. Die gute doppelfarblose Energie. Fühle ich tatsächlich für eine Reverse. Ja, halbwegs gut gemacht, den Booster. Aber Bro, das war der größte Trash-Booster. Erstmal Kartentrick verkacken. Ein Dictry entgegenscheinen.
da muss ich halt einfach, ja, safe abgewogen, glaube ich auch, Digga, die Tinboxen. Aber meine Güte, ich meine, kann man nichts sagen. Also da war die letzte Tinbox deutlich schlechter tatsächlich. Ich glaube, da hatten wir wirklich gar keinen Hit. Einmal das Marmolid, nicht die geilste Karte. Victini feiere ich tatsächlich jetzt gerade am meisten von den ganzen Hits. Na, ziemlich nice. Dann halt hier die Reverse und das Sphere-Fins. Hat Justin auf jeden Fall ein bisschen Lack gebraucht, muss ich sagen. Besser ist es. Ja, ist nice, Digga. Vier saftige Hits. Und in dem Sinne, auf weitere Tinboxen, würde ich sagen, oder? Ab in den Kamin. Ab in den Kamin, so sieht's aus. Ja, ich bin immer mal so ein bisschen überfordert, wisst ihr? Wenn ich diese ganzen Karten vor mir habe, was passiert, wenn ich den nächsten Display oder so öffne?